Hier ist mein Hotel bei Stralsund und zwar auf einer kleinen Insel, Dänholm. Diese Insel, die war mal schwedisch, mal dänisch, deutsch, hin und her, liegt aber wirklich genau vor Stralsund, verbunden nur mit einer kleinen Brücke. Hier war früher, und ich meine schon zu deutschen Reichszeiten, zu kaiserlichen Zeiten, eine Marinebasis. Auch zu DDR-Zeiten waren die Gebäude hier auf der Insel wohl im Wesentlichen Marine und hier wohnte praktisch niemand. Dieses Hotel, das wurde wirklich kurz nach der Wende gebaut und das Hotel habe ich eigentlich nur zufällig gefunden via irgend so einer Hotelvermittlungs-Site. Und als ich hier war, sah ich, dass es wirklich sehr schön gelegen ist. Ich zeige das mal per Drohne. Hier ist ein kleiner Hafen. Diese Schuppen hinter mir waren Bootsschuppen, eben jener besagten Kriegsmarine. Wie ich gerade gelesen habe, erst 1813 haben französische Truppen Stralsund verlassen und Schweden hat dann auch seinen Herrschaftsanspruch hier aufgegeben. Das wurde dann hier preußisch und circa 1850 wurde entschieden, eine Marine aufzubauen und es gab dann wohl offenbar noch ein paar Boote hier von den Schweden, die übrig waren, 4 oder 5 Stück. Und die waren dann Teil des neuen Etablissements, wie das hieß, um eine Kriegsmarine aufzubauen, 1850. Aber hier in diesen Schuppen auf der Insel Dänholm habe ich angehalten, das sind nur ein paar hundert Meter hinter meinem Hotel, weil es hier diese Skulpturen gibt und das interessiert mich mal. Das scheint sehr privat zu sein und überhaupt kein Museum. Hier werden die wohl gemacht. Hier steht zufällig ein Auto, ein Lieferwagen mit einer Website drauf. Da muss ich mal studieren, was das ist. Die kann man dann offenbar kaufen und werden irgendwo hingeliefert. Und hier werden sie gemacht. Ja, an etlichen Orten in der Region stehen offenbar Skulpturen von diesem Meister. Ja, diese Bojen im Wald sind etwas ungewöhnlich, aber hier ist das Marinemuseum. Ich dachte, das wäre hier in einem großen Gebäude, aber es ist hier dieser Teil zumindest mitten im Wald. Mal etwas anderes für ein Marinemuseum. Da hinter mir ein Torpedoschnellboot. Diese Boote, die wurden zu DDR-Zeiten zur Grenzkontrolle, zur Patrouille an der Ostsee genutzt. Mit diesen Booten wurde natürlich nicht nur die Staatsgrenze am Meer geschützt, sondern es wurden noch Flüchtlinge davon abgehalten, ihr Land zu verlassen. Und das wollten ja einige. Na, hier noch so ein Torpedoschnellboot der Volksmarine.
Ja, wer sich für Schiffe interessiert, für Boote, für marine Geschichte, auch die der DDR und von zur Kaiserzeit kleine Exponate sehen möchte, der kommt hier in diesem kleinen Museum voll auf seine Kosten und kann das hier wirklich in Ruhe genießen. Es ist hier Anfang Juli, schönes Wetter, Wochenende und trotzdem bin ich im Moment der einzige Gast. Eine andere Familie sehe ich, kommt gerade hier rein. Also sehr angenehm das Ganze und informativ.